Einen wunderschönen guten Tag. Und hallo aus dem neuen Studio-Setup, das komplett fehlgeschlagen ist. Wow, ich wollte nur ein bisschen den Hintergrund nach den Farben der amerikanischen Flagge gestalten, aber das ist echt viel zu blau geworden. Also, hier ist ein bisschen gelb, um das Ganze etwas auszugleichen. Wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles. Gibst du auch gerne unnötig viel Geld für Dinge aus, die du an einem anderen Ort mit gleicher Qualität für sehr viel weniger Geld kaufen könntest, nur um zu zeigen, dass du zu einer gewissen Klasse der Gesellschaft gehörst? Dann habe ich den perfekten Laden für dich. Im heutigen Video geht es zu Erewhon. Heute geht es zu Erewhon. Dem wahrscheinlich Los Angelesten Supermarkt in ganz Los Angeles und dem wahrscheinlich teuersten Supermarkt in ganz Amerika. Und er ist trotz der unglaublichen Preise sehr beliebt hier. Und das hat, meine ich, zwei Gründe. Erstens ist es, glaube ich, einfach das Phänomen wie bei vielen Luxusmarken. Der Preis ist teuer, dadurch wirkt es exklusiv und dadurch entsteht ein Verlangen danach. Bester Vergleich hier in den USA ist Equinox. Eine Fitnessstudio-Kette, die $250 bis $500 im Monat kostet. Und nicht wirklich sehr viel mehr bietet als ein normales Fitnessstudio hier. Außer eben diese Exklusivität. Zweitens, in gewissermaßen bietet Erewhon auch einzigartige Produkte an. Vor allem aus dem Bereich Gesundheit und Fitness. Die hauptsächlich bio und nachhaltig sind und teilweise von unabhängigen lokalen Produktionsquellen produziert werden. Während die USA allgemein ja das Vorurteil haben, dass viele Menschen hier einen sehr ungesunden Lebensstil führen, Fastfood etc., ist Los Angeles das komplette Gegenteil. Gesundheit und Fitness, teilweise mit einer Besessenheit, die das Ganze schon wieder ungesund macht, vor allem für den Geldbeutel, das ist LA. Und genau diesen Trend bedient der Supermarkt. Dabei hat die Luxus-Supermarktkette ihren Ursprung in Boston im Jahre 1966 als ein kleiner 3x6 Meter Stand. Drei Jahre später zogen die Gründer nach LA und machten dort einen richtigen Laden auf. Erst 2011 wurde mit einem wieder mal neuen Besitzerpaar und der Location auf dem Beverly Boulevard Erewhon so, wie es heute ist. Nach nun 10 Jahren gibt es ganze 6 Locations mit 2 weiteren, die nächstes Jahr eröffnet werden. Der eigenartige Name übrigens stammt von einer satirischen Novelle Samuel Butlers, wo Erewhon der Name eines utopischen Ortes ist, wo jeder für seine eigene Gesundheit verantwortlich ist. Und Erewhon ist ein Anagramm für Nowhere. Nirgendwo. Aber gucken wir uns mal an, ob der Laden wirklich interessante Sachen anbietet, die das Geld wert sind oder wirklich ganz einfach nur überteuert ist. Und dafür werde ich heute $50 mitnehmen und gucken, was ich für dieses Budget dort kriegen kann. Ich werde die Location in Calabasas auswählen, einfach weil der Laden dort größer aussieht und ich so etwas weniger auffalle, wenn ich dort mit meinem Handy filme. Es ist westlich der Valley von LA und ist quasi Bel Air für Leute, die noch mehr Privatsphäre wollen. Also leben dort vor allem Leute wie die Kardashians zum Beispiel. Also Leute, die gleichzeitig überreich sind und überberühmt. Meine armen $50. Das Video heute muss mindestens $50 machen. Also muss ich jetzt oft Cryptocurrency und Aktienmarkt und Immobilien erwähnen, damit mein CPM höher ist. Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu, Ethereum, Tesla, ETF, S&P 500. Ja. Ah, mein Privatchat kommt schon. Vielleicht hört ihr ihn im Hintergrund. Tesla. Porsche, Double Porsche, Multi Porsche, Mega Porsche, Tesla, Ultra Porsche, Monster Porsche, Tesla, Eberhard, Erewhon.
Auf den ersten Blick fällt mir direkt auf, dass diese Filiale tatsächlich sehr viel größer ist als die einzige, in der ich bisher war, auf dem Beverly Boulevard. Also werden wir hier sicher heute ein, zwei interessante Dinge finden. Aber das Wichtigste zuerst, das WC. Ganz gut, im Prinzip alle amerikanischen Supermärkte hier haben Kundentoiletten. Das Merkwürdige aber an öffentlichen Toiletten hier in den USA ist, da ist fast immer so ein Riesenschlitz, wo man easy von außen durchgucken kann. Dazu sind die Trennwände auch meistens ziemlich niedrig. Ich meine, ich bin nicht wirklich groß und kann fast drüber gucken. Naja, jetzt habe ich erstmal Durst. Säfte, Tee, ne. Gucken wir mal nach einem schönen Wasser. Ophora, das klingt gut. Wasser für Wellness. Okay, Nano Pure Hyper Oxygenated, Oh, und nur $12.50 für 750 Milliliter. Schnäppchen. Zwei von den 1,9 Liter Flaschen und mein $50 Budget wäre direkt erreicht. Das waren noch Zeiten, als Bitcoin noch auf dem Preis war, wisst ihr? Ja. Abnehmtee oder so? Nein, danke. Was ist das? Destillierte, nicht-alkoholische Spirituose. Also, Wasser mit Kräutern? Nur $37 für 500 Milliliter. Vielleicht weiß ich ja einfach nicht, was das ist. Einen kleinen Saft für $10. Ich guck mal lieber nach ganzem Obst und Gemüse. Denn wie meist auch hier direkt eine schöne Obstabteilung am Eingang, sieht alles sehr gut aus und gibt auch vorgeschnittene Pakete. Mal gucken. Eine schöne geschnittene Gurke, ist ja im Prinzip auch nur Mineralwasser zum Kauen. $10.43 für 500 Gramm. Da Zucchini, $8.25 für 500 Gramm. Im Prinzip eine große geschnittene Süßkartoffel für $9.21. Sieht alles gut aus und qualitativ, aber ja, gucken wir mal beim Obst. 1,2 Kilo Wassermelone für $18.80. 290 Gramm Dragonfruit für $12. Okay, gucken wir mal woanders weiter. Bisschen Öl kann man immer gebrauchen. Okay, auch relativ unangenehme Preise hier. Auch mit einer kleinen Knusper-Müsli-Packung hätte ich schon 20% meines Budgets erreicht. Ebenso mit einem Glas Schokostückchen. Und eine kleine Dose Vanillepulver wäre trotz des reduzierten Preises mit $62 über dem Budget. Vielleicht hätte ich doch lieber ein Ethereum als Budget nehmen sollen. Aber kein Plan, ich habe noch nie Vanillepulver gekauft, also habe ich keinen Vergleichswert. Was haben wir hier noch Feines? Ein paar Nüsse. Ja, 350 Gramm fancy Studentenfutter für fast $20. Und ein einfaches Glas Mandeln für $10. Die Nüsse werden auf jeden Fall heute verschont bleiben. Ansonsten gibt es aber auch viele Standard-Müsli-Marken hier, die andere Läden auch in ihrer Bio-Abteilung haben, aber irgendwie hier meist 20-30% teurer als bei Ralphs oder Trader Joe's zum Beispiel. Hier geht es zu den Milchprodukten, ist nicht so wirklich regelmäßig in meiner Ernährung vorhanden, aber hier kann man davon ausgehen, dass es definitiv qualitativ hochwertig ist. Gibt sogar Ziegen- und Kuh-Rohmilch hier und Rohmilch-Kefir, was es sonst kaum irgendwo gibt. Alles Bio oder sogar aus lokalen Quellen. Genau wie alle Milchersatzprodukte, die man sich vorstellen kann. Von Hafer bis Mandelmilch. Auch bei Eiern, seht ihr, zahlt man für Qualität, was ich okay finde. Aber Moment, was sehe ich da? Enteneier? Duck Eggs? Eins meiner Lieblings-Fitness-Memes. Shoutout an den beliebten Natural-Bodybuilder Mike O'Hearn. Yep, der behauptet immer noch, er sei natural. Mike O'Hearn, sein Geheimnis für seine All-Natural-Physik. Ist das ein echtes Video? Wow. Generation Iron. Ich meine, dazu muss man doch kein Video machen, ist doch ganz klar. Die Antwort ist Duck Eggs, das anabolste Lebensmittel der Welt. Also er hat tatsächlich mal tiefgefrorene Enteneier als Abo, glaube ich, für $700 angeboten. Ja, ich schweife vom Thema ab. So, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen, damit ich auch irgendwann so toll aussehe und mich die Leute auf Social Media lieben. So, was gibt's hier gegenüber? Pasta mit Lachs. Das klingt doch fancy. Ein ganzer Topf für $16, okay. Oh. Das ist für Hunde. Na gut. Auch bei Tiernahrung wird sich nicht zurückgehalten.
Hafer mit Grass-Fed Beef. Ohne Erbsen, Linsen, super, also kein Problem mit meinen Allergien. Grass-Fed Beef mit Süßkartoffeln. Mann, ich hoffe im nächsten Leben bin ich ein Haustier in Los Angeles. Apropos Los Angeles, das hier beschreibt die Standardernährung von LA und Erewhon sehr gut. Paleo, Vegan, Bio, kein Zucker, kein Süßstoff, kein Soja, kein Palmöl, keine Milchprodukte. Und das ist Schokolade. Auch dafür zahlt man dann eben $6,30, Angebotspreis für 60 Gramm. Hier sind wir auch schon in der wohl beliebtesten Abteilung Erewhons, in der es alles mögliche an zubereiteten Essen gibt. Unter anderem Sushi, das ehrlich gesagt einen Standardpreis, den man hier für gute Qualität zahlt, hat. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 10 Jahren Sushi gegessen. Jede Menge Käse gibt es auch und hier seht ihr ein paar Produkte an der Theke. Alles Preise pro Pfund, also ca. 450 Gramm. Sieht definitiv nicht schlecht aus und ob vegan oder nicht, gibt es hier für jeden was, der die Kohlen dafür hat. Das gleiche gilt für Sandwiches und Dips. 8,46 für eine Packung Tzatziki, 2 Samosas für, ratet mal, richtig, $12,50. Eine Packung Guacamole für $10,36 und ein paar Scheibchen Rind für $8,25. Mit den letzten drei zusammen wären wir direkt schon über $30. Und das zählt in meiner Welt zumindest noch als leichte Vorspeise. Dazu noch ein $14-Sandwich und was zu trinken und wir wären wahrscheinlich schon über unserem Budget. Apropos Budget, ich weiß, was ich noch will. Und das ist eher bei Nachspeisen-Backwaren, die hier übrigens definitiv sehr gut aussehen. Wo haben wir es? Hier, Ministück Apfelkuchen für $7. Läuft. Was kostet dann ein ganzer? $34, okay. Jetzt wisst ihr, warum ich immer sage, eine gute bio-deutsche Bäckerei würde hier in LA richtig laufen, wenn man es schlau angeht. Hier ist es auch nicht. Kürbistorte, $10. Sieht aber alles definitiv lecker aus. Ah, ich hab's gefunden. Dieses Schoko-Banana-Bread, einfach nur nice. $5 pro Stück, nehme ich direkt 2 mit. Allgemein hate ich hier vielleicht etwas viel auf diese Preise, denkt der ein oder andere. Sind ja viele lokale Produkte, gute Qualität etc. Ja, stimme ich ja auch teilweise zu. Das Ding ist, hier ein paar Beispiele dafür, was definitiv merkwürdig an dem Laden ist. Das Brot hier, Dave's Killer Bread. Kein schlechtes Brot, gibt's aber hier in so gut wie jedem Supermarkt und zwar für 5 anstelle von $8. Hier in der Superfood-Abteilung. Natürliches Kakaopulver, okay, das ist jetzt also auch ein Superfood. $20 für 450 Gramm. Guckt mal, was in meinem Schrank steht. Genau das gleiche Produkt für $9. Daneben Goji Berries, $30 für 450 Gramm, das gleiche Produkt auf Amazon für $12,74. Auch im Supplement-Bereich, natürlich gute Produkte dabei, Kollagenpeptide $21,99 im Angebot für 280 Gramm, in meinem Schrank $19,99 für 680 Gramm. Gleiches Produkt, gleiche Marke. Und so habe ich das Gefühl, dass der Laden irgendwie neben diesen einzigartigen, hochqualitativen Produkten, die es sonst kaum irgendwo gibt, auch diese gängigen Biomarken anbietet, die es überall gibt und zwar viel günstiger. Und da kann ich mir nur denken, dass der Versuch ist, dass eben Kunden mit diesen Spezialsachen angelockt werden, um ihnen dann weitere, überteuerte Bioprodukte zu verkaufen. Ich meine, wenn es so weitergeht, kostet hier eine Flasche Wasser bald 1,5 Bitcoin. Bitcoin, habe ich gesagt. Gucken wir mal weiter im Health and Beauty Bereich. Was ist das? Nippelbutter. Nippelbutter. Hier kann ich einfach nichts zu sagen. Hautcreme, Beauty Serum etc. Teilweise über $100, sind aber auch in Deutschland, soweit ich weiß, ziemlich teuer solche Produkte. Im Supplement-Bereich findet man wirklich alles, was man braucht und was kein Mensch braucht. Wie die Nahrungsergänzungsmittelindustrie eben ist, es gibt ein paar gute, hilfreiche Produkte und ein paar Produkte, die komplett unnötig sind. Ihr seht ja ein paar Preise beim Vorbeischlendern. Sorry, dass ich nicht genau gefilmt habe, aber hier stehen einfach zu viele verschiedene Sachen. Und ihr müsst bedenken, ich laufe hier die ganze Zeit mit meinem Handy rum und filme alles.
Ja, es gibt hier wirklich alles. Von all möglichen guten Produkten bis hin zu Leber-Detox, Ultra-Deluxe-Probiotic-Gut-Formula. Ach, hört mir auf. Kommen wir von Soßen, die man sich auf die Haut schmiert, nochmal zu Soßen, die man sich auf die Zunge schmiert. Ich habe ja immer noch gut $30 in meinem Budget. Und ich glaube, ich bin hier schon seit anderthalb Stunden drin. Aber noch hat mich niemand rausgeworfen. Was nehme ich noch? Ja, eine Flasche Ahornsirup passt leider nicht mehr in mein Restbudget. Nudeln, na, Ach, ich hab's. Ich hab ewig keine Wassermelone gegessen und die sah vorhin ganz nett aus. $1,79 pro Pfund, eine Mini-Wassermelone, die sollte ja nicht so schwer sein, 8 Pfund. Ups. Okay, dann habe ich wohl doch nur noch $15 übrig. Was? $4,19 für 200 Gramm Tiefkühlbrokkoli? Wo ich herkomme, nennt man das Gotteslästerung. Bitcoin. Okay, das ist alles nicht wirklich interessant für mich. Pizza, ja. Eis? $21 für 5 kleine Eis-Sandwiches. Daneben $20 für Eiscreme. Geil. Okay. Fleischabteilung war ich noch gar nicht. Eine Abteilung, wo ich gerne einen höheren Preis für gute Qualität zahle. Und ich muss sagen, so extrem sind die Preise im Vergleich zu anderen Läden nicht. $10 bis $13 für Grass-Fed, Bio etc. Hack ist relativ normal. Vor allem hier mit Hirsch und Wildschwein, was es definitiv sonst nirgendwo gibt. 900 Gramm Lammkotelett für $74. Kein Plan. Ist das teuer? Fragezeichen. Hab ich noch nie gekauft oder gegessen. Wagyu, Beef, Steak, das ist eigentlich immer teuer. Ich nehme einfach mal ein Kilo Rinderhack mit. Das hier ist im Prinzip Los Angeles als Getränkeregal. Kombucha, Juice, Tee, Cold Brew Coffee, klassische Los Angeles Getränke. Alles nicht so wirklich mein Ding. Hier noch ein paar mehr frische Säfte, ist leider nicht mehr in meinem Budget. Daneben die Suppen. Muss ich sagen, ich habe mal eine von hier gegessen und die war echt, echt gut. Ich glaube, es war eine Kürbissuppe oder sowas. Weiß ich nicht mehr. Aber Budget sind nur noch $4 bis $5. Da ist auch kein gutes Eis mehr drin, leider. Was ist das? Death Metal Merchandise? Sehr witziges Branding für Bergquellwasser aus der Dose. 40 Gramm getrockneter Apfel für $8,50. Nein, danke. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach noch 2 Zucchini mit, die kann man immer essen. Und zack, dann mal raus aus dem Nobelhobel. Erstmal über den Parkplatz und ihr wisst, was das heißt. Double Tesla. Multi Tesla. Badlands. Kombobrecher. Wie viel Geld habe ich denn nun ausgegeben? Verdammt. Etwas über dem Budget gelandet. You lose. Ich meine, I lose. Porsche. Double Porsche. Was zur Hölle ist das denn? Okay, wenn mein Bronco Sport ein Baby Nashorn ist, dann ist das hier ein Mammut. USSV Rhino GX. Also, das ist ein Rhino GX von US Specialty Vehicles, basiert auf dem Ford F450 und fängt bei etwa $300,000 an. Ziemlich cool von außen, aber bei der Rückbank sitze ich glaube ich sogar lieber hinten. Wieso nehme ich eigentlich gerade jetzt auf? Ich wollte eigentlich zurück ins Studio schneiden. Aber echt, das, also man kann sich das gar nicht vorstellen, das Ding ist dreimal so groß wie ich. Ich übertreibe auch überhaupt nicht gerade. Ja, was es nicht alles gibt.
lecker. So, ich zeige euch jetzt mal, wie man eine Wassermelone aufmacht, wenn man kein Messer hat. Auch wenn ich da drüben ein Messer habe. Ist alles heil, immer noch echt. Mal gucken, wie viele Versuche ich brauche. Bei so einer kleinen Wassermelone ist es, glaube ich, ziemlich schwer. Alles sauber. Ups. Okay, und jetzt hole ich ein Messer und esse sie wirklich. Das war keine Essensverschwendung. Mhm. Gute Wassermelone. Das muss man sagen, gute Wassermelone. Nur die eine Stelle hier ist irgendwie ein bisschen eingedrückt. Weiß nicht, vielleicht sollte ich das zurückgeben. War gar keine unnötige Aktion gerade. Nein, überhaupt nicht. Unnötige Aktion gibt's auf meinem Kanal nicht. Naja, mit diesen 6 oder sogar 8 Locations, wenn ihr dann hier seid, wird es auf jeden Fall einen Laden geben, der bei euch im Urlaub in der Nähe ist. Nicht, dass ihr dort etwas kaufen solltet, außer das ist natürlich euer Ding und ihr findet etwas, das euch gefällt. Aber einfach angucken, was es so gibt und die Preise, vielleicht ist das schon eine Erfahrung, wenn ihr in der Nähe seid und Zeit habt. Dann mal vielen Dank an alle Patreonen, vielen Dank für euren Support, vielen Dank an alle YouTube-Mitglieder und an alle PayPal-Donationen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wow, das kann ich mittlerweile so schnell sagen. Ich bin schon ein richtiger YouTuber. Wieso liegt der Löffel auf dem Boden? Wahrscheinlich Bärenmies. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Fliege nächste Woche nach Florida und New York. Also bald ein paar Videos von dort. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr dort etwas Spezielles sehen möchtet. Genau. Peace.